Hallo und herzlich willkommen zurück zu dem zweiten Teil von Leaves the Return. Den ersten Teil gibt es ja schon auf unserem Kanal und ich habe euch ja gesagt, dass ich den zweiten spielen werde. Und tada, da ist er. Ja, ich habe gerade mal in den Einstellungen geguckt. Viel einstellen kann ich nicht, außer Sprache und Auflösung. Den Ton leider wieder nicht. Ich hoffe, es wird in den nächsten Folgen oder generell in diesem Projekt nicht zu laut an einigen Stellen. Ich weiß es nicht. Und ja, bevor ich viel quatsche, würde ich sagen, fangen wir mal an. Ich gehe davon aus, es ist dasselbe Prinzip wie beim letzten Mal. Die meckern wieder, weil sie ihre Blätter nicht haben, natürlich. Und da haben wir aber auch schon das erste von einigen vielen mal wieder. Ja, das Inventar ist genauso aufgebaut wie im ersten Teil. Wir haben hier mal wieder unsere Lupe, damit wir die Bewohner, welches wir da schon haben. Okay. Ah, wir haben unsere erste. Das brauchen wir schon. Okay. Da geht ja schon gut los. Was haben wir denn hier? Aha. Ja gut, das werden wir irgendwo brauchen. Moment, eine Sekunde. Ach nee, geht ja nicht. Hier können wir noch nichts machen. Okay, da kommen wir hin. Na, dann würde ich sagen, auf ins Abenteuer. Oh, der Kopf bewegt sich. Okay. Ich bin mal gespannt, wie die Rätsel im zweiten Teil sind. Weil die waren im ersten ja schon ziemlich knackig gewesen und das hat mir dann teilweise auch den Nerv geraubt. Interessant. Okay. Okay. Interessant, was. Aha, ach so. Okay. Gut. Aber da werden wir noch nichts machen können. Und immer schön die Lupe gucken, ob hier irgendein Bewohner ist. Haben wir aber nicht. Ich gehe mal auch davon aus, dass ich mit dieser. Diesen Teil doch kann ich. Ah, Moment. Das erste nach rechts, das nach links, das in der Mitte, die anderen auch nach links. Moment. Nee. Moment. Ach nee. Genau anders. Das nach links. Ah. Okay. Das ging ja flott. Ach, hier unten ist das Menü. Ah, okay. Die Map. Ah, wir sind jetzt also hier. Hier ist noch irgendwo ein Blatt. Ah, hier ist bestimmt wieder so ein Raum. Ja, wie beim letzten Mal. Interessant. Okay. Ja, wir haben dann halt wieder ein bisschen was zu tun, ne? Okay, wir müssen wieder die Blätter finden. Da können wir auch noch was machen, da können wir weiter. Den Kopf haben wir fertig. Eventuell finde ich hier irgendwo ein Blatt. Okay.
Aha. Ich glaube, damit kann ich jetzt aber noch nicht wirklich was anfangen, weil ich habe ja jetzt gerade nichts mehr hier. Okay. Ja gut. Ich würde sagen, aber hier muss noch irgendwo ein Blatt sein. Ich denke mal, das bekommen wir, wenn wir das hier raus haben. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wo hier ein Blatt sein soll. Das werden wir aber noch finden, denke ich mal. Definitiv. Den letzten Teil haben wir ja auch geschafft. Okay, dann gehen wir mal weiter. Okay. Dieses Mal sind wir irgendwie im Dschungel oder so. Interessant. Auf jeden Fall erstmal ganz anders als der erste Teil. Wir haben ein Blatt gefunden. Da bin ich schon mal sehr stolz drauf. Wie gesagt, dieses hier fehlt uns noch. So, lass mich raten, da müssen wir dann irgendwann mal rein. Da geht's weiter. Erstmal ein bisschen orientieren und gucken. Kann ich hier nichts machen? Echt nicht? Ja, außer das jetzt hier. Ah, ach so. Okay. Interessant. Ich sehe schon. Ich muss öfters mal wieder in die Lösung gucken. Okay, die drei Grundfarben. Wie funktioniert das? Weil schieben kann ich ja nicht. Okay. Dann gehen wir hier mal wieder raus. Geh mal hier lang. Interessante Gestalten, die wir hier so finden. So. Hier irgendwas? Nein, noch nicht. Tschüss. Raffiniert. Das finde ich richtig gut. Okay, ist zwar ein bisschen creepy irgendwie, aber das ist okay. Das war's jetzt hier schon. Echt? Das ist auf jeden Fall wieder so ein Symbol, wo wir in die nächste Welt reinkommen. Oder ich sag mal Ebene, Symbol. Ah. Das sind so neue Sachen, die wir sammeln müssen. Okay. Gut. Ach, hier sind wir. Ja, die zwei Blätter brauche ich noch. Aber ist egal. Das ist auf jeden Fall sehr interessant mit dieser Statue. Aha. Habe ich das jetzt eingesammelt? Nein. Doch. Ach, ist ja cool. Ah. Muss man wissen. Oh. Erstmal so gucken. Wieder mal die Lupe rausholen. Haha, da haben wir schon einen. Schicker Schal und Mütchen. Okay. Da kommen wir her. Da kann man nichts machen. Dann der Hebel. Okay. Gehen wir mal rein. Noch ein Hebel.
Und ein Blatt. Yay! Ist hier ein Bewohner? Oh. Ob das eine gute Idee gewesen ist? Okay. Wo bin ich jetzt? Ziemlich creepy Figuren hier im Spiel mittlerweile. Eine Spinne oder so. Git. Okay. Was bist du? Gehen wir mal nach da. Oh, ein Blatt. Was ist das zum Teufel? Ich sehe es jetzt schon. Die Rätsel werden mich noch. Ah, das ist wieder sowas. Okay, das hatten wir im ersten Teil auch schon gehabt. Das scheint zu passen. Wo ich von oben nach unten auch so Teile versetzen musste. Okay. Ja, gut. Wir können es ja mal probieren, ne? Ah, das Ding ist schon gesetzt. Oh, das ist gut. Das müsste aber auch richtig sein. Okay, das sitzt schon. Außer dieses. Da sind zwei dran. Ich brauche eigentlich nur mit 1. Hä? Das ist ja fast dasselbe. Das passt nicht. Nee. So, okay. Ja gut, ob das alles so richtig ist, ist eine andere Sache. Ach. Ah, der kommt auf jeden Fall dahin. Okay. Also so finde ich ja schon wieder gut, weil es ist nicht allzu schwer. Man hat hier so ein Anfangsdings schon. Und hier muss ich garantiert nicht in die Lösung schauen. Dass jetzt natürlich hier alles so richtig ist, was ich hier verplane, das ist eine andere Sache, aber wir basteln einfach mal, ne? Vielleicht passt es ja. Ach, der ist auch schon richtig. Okay. Okay. Unten 1, da 3. Da kommen zwei hin an die Seite. Da oben wieder eins. Nee, das stimmt schon mal nicht. Das kann hier schon mal nicht hinhauen. Aber ich würde sagen, dass das richtig ist hier. Tippe ich jetzt einfach mal. Hier kommen auf jeden Fall drei hin. Das passt nicht. Okay. Unten eins und auf der anderen Seite zwei.
Also diese Folge wird definitiv schon etwas länger werden. Was ich jetzt aber nicht schlimm finde. Okay, das. Gesagt, ich würde sagen, dass der passt, obwohl man könnte es natürlich auch so machen, ne? Oben eins, unten eins. Wieder oben eins, unten eins. Zwei hin und auf der anderen Seite zwei. Das haut auch nicht hin. Also der ist schon richtig. Und dem muss ich mich so ein bisschen halten. Und der stimmt. Der und der. Ne, das passt nicht, weil da unten keiner ist. Ist gar nicht so einfach. Hatte ich erst gesagt, ne, dass das. Ach nee, der muss ja da bleiben. Stimmt ja. Der muss definitiv. Also haben wir eigentlich drei, die schon passen. Der, der und der. Jetzt muss ich mich nur daran halten, dass ich das so. Der passt jetzt leider nicht. Müsste ich dann drei haben. Oh, ich habe keine drei mehr. Dem hier. Einer oben. Dann passt das aber mit dem nicht und der muss ja da bleiben. Ich brauche einen oben. Das ist nur dieser hier, ne? Ja. Das ist nur dieser hier. Warte mal. Und so? Kommt nur einer hin. Der sitzt. Ich würde mal sagen, Stunden später. Puh. Nee, das passt nicht. Dann brauche ich da wieder nur einen. Entschuldigung. Wird gehen. Bräuchte ich da wieder nur mit einem oben.
Das wäre dieser. Passt das mit dem wieder hier nicht? Interessant. Wie gesagt, ich tippe ja mal, dass der hier, obwohl der hat auch drei Stück. Kann natürlich auch sein, dass das so hinkommt. Nee, man weiß es nicht. Aber Leute, bevor die Folge jetzt echt zu lang wird, mache ich hier einen Schnitt und wir sehen uns in der nächsten wieder. Bis dahin, ciao, ciao.